Vielen Dank, liebe Frau Breinzack. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich mich auf dieses spezielle Ereignis heute, diesen Teil der Ringvorlesung, besonders gefreut habe. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, die beiden Referentinnen begrüßen zu dürfen im Rahmen eines Pandemieforums, das damals die MedUni Wien mit der Uni Wien gemeinsam organisiert hat, gefühlt vor 10 Jahren, effektiv im November letzten Jahres. Wir sind jetzt in einem Teil der Ringvorlesung angekommen, die sich mehr in einer detaillierten Art und Weise mit den Effekten der gesellschaftlichen Krise auf Domänen wie die Künste, die Wissenschaften, die Wirtschaften beschäftigt und heute ganz besonders das Thema der Künste. Der Titel für unsere Veranstaltung ist heute gewählt: Die Künste im Lockdown. Vielleicht etwas zu passiv. Wir versuchen mit unseren Referentinnen auch zu diskutieren, wie mit den Künsten vielleicht aus diesem Lockdown heraus, wie wir gemeinsam herauskommen können. Ich darf ganz kurz unsere Referentin vorstellen und mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr die Zeit in dem geschäftigen Treiben gefunden habt. Frau Professor Sarah Wadel-Wilson ist eine, ich finde diesen Titel so schön, eine britisch-österreichische Kulturmanagerin und auch eine Sprachwissenschaftlerin. Sie ist seit 2019 Direktorin der Hochschule für Musik Hanns Eisler in meiner Lieblingsstadt Berlin. Sie hat verschiedene andere Rollen. Unter anderem ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats für die Osterfestspiele in Salzburg. Sie ist die Präsidentin des Gustav Mahler, Verzeihung, Jugendorchesters, und sie ist im Stiftungsrat der Stiftung der Oper von Berlin. Und wenn Sie auf die Referenzen geschaut haben, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, ist sie dort in vielfältigen Medien mit sehr interessanten und wirklich guten Aussagen unterwegs, auf die wir im Rahmen des Interviews noch zurückkommen. Unser zweiter Referent ist ein langjähriger Bekannter und sehr enger Freund von mir, Herr Dr. Michael Oliver Flüss. Und was ich an ihm bewundernswert finde, ist, dass er nie aufhört zu studieren. Er hat begonnen, die Chemie zu studieren, hat angeschlossen ein Studium der Humanmedizin, hat Malerei studiert, um dann immer noch nicht gelangweilt zu sein, die Philosophie zu studieren. Und wir sehen ihn in seinem Studium, und seit 2006 ist er 2006 ist er Freiberufler. Herr Michael Flüss ist auch noch zusätzlich Radiologe und Nuklearmediziner, ist also in einer Art Hybridwelt unterwegs. Und ich freue mich, beide hier in diesem Forum begrüßen zu können. Und ich möchte vielleicht mit einer Frage schon mal in den Raum stellen. In einem Interview, das wir geteilt haben mit Ihnen, hat Sarah Wadel-Wilson gesagt, auf die Frage, wie sie sich in den letzten 1, 2 Jahren gefühlt hat als in ihrer Rolle als Rektorin. Sie sagt, wir fahren auf Sicht und es ist manchmal ganz schön neblig. Ich finde, es ist ein extrem gutes Thema für diese Art der Ringvorlesung Künste im Lockdown. Mögt ihr vielleicht darauf schon mal eingehen? Fahrt ihr beide und malt ihr beide vielleicht? Oder fahrt ihr beide auf Sicht und ist es wirklich der Nebel oder beginnt der Nebel sich zu lichten? Soll ich anfangen, Michael? Also, hallo an alle. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin leider nicht Professorin, muss ich einfach dazu sagen, nur Rektorin. Aber das, ja, das, dann hat man noch Ziele im Leben, wenn man den In Österreich ist Professortitel. besser abzugraden als downzugraden. Absolut, das stimmt gut. Wir fahren auf Sicht und es ist neblig. Das ist irgendwie so ein Begriff, den wir uns angeeignet haben hier in der Hochschulleitung. Ich sitze hier in meinem Büro in Berlin am Gendarmenmarkt, mitten in der Pandemie, weil das einfach so hoffnungslos war. Jeden Tag haben wir einfach Zeitungen gelesen und haben gedacht, was machen wir denn heute? Was gibt es heute für eine Regelung? Wie sollen wir uns entscheiden? Wie bringen wir unsere Schule am besten durch die Krise? Und ich bin ja Seglerin und war auch viel auf hoher See, viel am Meer. Und es war genauso dieses Gefühl, in der Nacht zu fahren, nicht zu wissen, wohin, wieso. Du hast Instrumente, die dir überhaupt nicht helfen. Ich habe immer geblödelt, dass ich einen Kristallkugel leider nicht habe und leider keine Ahnung habe, was morgen sein wird. Und ein bisschen so um diese, wie soll man sagen, um immer noch das Lächeln auf den Lippen zu haben, haben wir diesen Blick des Nebels gehabt. Ja, es lichtet sich ein bisschen, aber nur ein bisschen aus meiner Sicht. So, Michael, an dich. Ja, ich finde die Metapher gut und ich denke, hinter dem Nebel steckt vor allem das Publikum. Das, was ich am meisten aus den Gesprächen mit anderen Künstlern mitgenommen habe, ist nicht etwa die wirtschaftliche Not, sondern vor allen Dingen der Verlust, den
des Kontakts zum Publikum. Das bedeutet, man stellt sozusagen in einem Vakuum aus, das vielleicht virtuell gesehen wird und auch deshalb, das ist vielleicht mag ein Vorteil sein, einen hohen oder höheren Verbreitungsgrad hat, aber man kann nicht mehr mit den Leuten reden. Und das, finde ich, ist am Vernissagenabend der Stimulus für das kommende Jahr, für die nächste Arbeitsperiode, die Reaktion der Leute auf die Arbeit, die, und das kann kein Künstler wirklich negieren, absolut stimulierend ist, auch vernichtend manchmal, aber immer einen Richtungswechsel anstößt. Ich habe letzte Woche in einem Podcast eine Journalistin so richtig schockiert, weil ich gesagt habe, wir sind als MusikerInnen drogensüchtig. Und dann Pause. Und da kam natürlich das Thema Adrenalin. Weil Adrenalin ist so unglaublich wichtig für alles, was wir tun. Nicht nur für MusikerInnen, aber natürlich ist das wichtig. In dem Moment, wo ich diese Treppen steige und mich auf die Bühne begebe, pumpt es. Und das ist das, was mich auch durchbringt und mir diesen extra Kick gibt. Und es ist eine ganz, ganz starke Droge, Adrenalin. Und wir hatten keine Adrenalinausschüttungen in dieser Zeit, weil vor so einem Bildschirm, das ist einfach nicht dasselbe wie ein Publikum. Und das war für unsere jungen Künstlerinnen vor allem, also die Studierenden, die gerade erst bei uns angefangen haben, ganz schön schwierig, weil es haben ihnen wirklich diese Bühnenerfahrungen gefehlt. Und auch das Surfen der Droge. Ja, wie setze ich diese Droge ein? Wann hindert sie mich? Wie kann ich sie steuern? Und wann gibt sie mir genau dieses Letzte, dass ich wirklich zu Höhenflüge abheben kann. Ich denke, das ist bei euch ja genauso in der bildenden Kunst, ne? Dass diese Adrenalinstöße unendlich wichtig sind für das Fertigen von Bildern. Absolut. Nicht nur für das. Also es ist in der Tat, Adrenalin gibt es zweimal im Leben eines Künstlers. Das erste sollte zumindest sein bei der Arbeit. Also für mich ist das immer so ein Qualitätskriterium. Solche Bilder, bei denen ich keinen Adrenalinkick habe, die übermale ich hinterher meistens. Und das kommt nicht selten vor. Und das Zweite ist, ich habe übermorgen ein Treffen mit einem Sammler aus Südostasien, der hier in Europa auf Einkaufstour ist, wie er mir gesagt hat. Und das ist für uns Maler ein extrem wichtiger Markt. Er hat ausdrücklich darum gebeten, ich habe dem Treffen trotzdem zugestimmt, dass nur der Galerist, er und ich anwesend sind und meine Frau nicht, was ich schade finde, weil die kann meistens besser reden als ich, aber so ist es eben. Und er möchte mich also den Abend für sich alleine haben und ich muss dann reden und ich muss mich gut verkaufen. Und ich würde sagen, das ist vom Adrenalinpotenzial mindestens dem Tänzer oder dem Musiker auf der Bühne ebenbürtig. Das kann ich gut verstehen. Aber Micha, wenn ich da eingrätschen darf, bei diesem, das ist ja, dort ist der Adrenalinkick ja eher, wenn ich das mal platt sagen darf, im Verkaufsgespräch, du gehst ja schon mit Kunst hin, die du generiert hast, oder? Und nachdem, ja, klar. Gesagt, ja. Ich weiß aber, und das sagt mir zumindest, sagen mir Galeristen, aber das sagt mir vor allen Dingen meine Frau, also die spielt eine große Rolle hier, das kriegt man mit, ja, aber die ist sehr eng, immer an der Arbeit und, glaube ich, auch mein schärfster Kritiker, sagt, das Verständnis und der Zugang zu den Bildern läuft immer über den Künstler. Der muss sich nicht erklären, er muss auch seine Arbeit nicht erklären, er muss durch seine Erscheinung das Werk glaubhaft machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht glaubhaft Kunst ausstellen, ohne am Vernissagenabend als Künstler nicht zugegen zu sein. Das funktioniert nicht. Und das ist das, was Sarah gerade sagte, dass die Darbietung eines Publikums bedarf. Das ist ein gegenseitiger Rückkopplungseffekt. Ja, die Anwesenheit des Publikums wirkt auf den Künstler, aber eben auch der Künstler direkt auf der Bühne. Also zwei Instanzen beeinflussen sich gegenseitig und tragen dann eben zum Gelingen oder Misslingen der Aufführung bei. Und nichts anderes ist, ich trete da ins Rampenlicht, ich entblöße mich, ich muss reden und ich muss mein Werk glaubhaft verkaufen. Das kann ich
unter Freunden und Bekannten immer ganz gut, aber wenn jemand Neues kommt, vor allen Dingen, wenn viel davon abhängig ist, dann werde ich nervös. Und dann gibt es Adrenalin, pur. Dann pumpt die Droge. Ne? Es ist auch ganz interessant zu überlegen, ich meine, wir sind hier unter Medizinern und Medizinerinnen, was wirkt diese Droge, ja? Was löst sie ja aus? Und tatsächlich ist sie auch gewissermaßen als Schutz vor Krankheiten da. Also es ist unglaublich, wie krank man sein kann, und trotzdem auf die Bühne gehen, weil in dem Moment auf diesen Treppen, auf diesen Stufen Richtung Bühne, kommt etwas, was auch sehr viel anderes Empfinden einfach ausblockt. Und ich habe im Laufe meiner Jahre als Veranstalterin sehr viele Künstler auf Bühnen geschickt, die vorher gesagt haben, ich kann nicht und es geht nicht. Und ich habe gesagt, geh erst einmal darauf. Du kannst jederzeit wieder runter, wir haben einen Ersatz, mach nur eine halbe Stunde oder so, diese Beschwichtigen. Und in dem Moment, wo sie oben sind und anfangen zu spielen, geht das super. Das ist natürlich schwieriger für die Blechbläser oder für Blasinstrumente. Wenn man erkältet ist, dann kann man natürlich nicht blasen. Das ist dann wieder was anderes. Aber für die Streicher kann man sehr, sehr krank sein und trotzdem noch aufrecht auf einer Bühne stehen und dann noch ein Ab und Abliefern, was das Publikum gefällt. Ihr hattet jetzt, wenn ich kurz einschreiten oder einlenken darf, ihr hattet jetzt beide gesprochen von der Wichtigkeit der Resonanz mit einer Öffentlichkeit. Also dass man Kunst, Malerei präsentiert, dass man als Orchester, Musiker auf eine Bühne geht. Jetzt kommen wir mal auf die Banalitäten von Covid und dem Lockdown an sich zurück. Jetzt hatten wir mehrere Monate erlebt in unseren verschiedenen Ländern, wo das nicht möglich war. Was hat das mit den Künstlerinnen gemacht und was hat es auch mit den Konsumenten gemacht? Könnt ihr dazu was sagen? Also wir haben es ein bisschen von Sarah schon gehört. Michael, du hattest gesagt, das Fehlen von Vernissagen führte zu einem bisschen einem Niedergang dieser Kommunikation. Hat es schlussendlich auch einen Einfluss auf die Kreativität der Künstlerin? Könnt ihr dazu was sagen? Ich würde anfangen, weil ich habe das in zwei Stadien aufgeteilt. Für mich persönlich das erste Jahr war sehr schwierig. Die Leute waren paralysiert. Es gab keine Ausstellung mehr und entsprechend keinen Kontakt zum Publikum. Also sind meine Umsätze erstmal zurückgegangen. Das ist ganz klar der Effekt gewesen des ersten Lockdowns. Und das hat sich im zweiten Jahr praktisch umgekehrt. Also die Leute haben begriffen, ups, das dauert ja länger als ein Jahr. Was machen wir jetzt? Meine Sammler sind gekommen, wir haben kleine private Treffen organisiert. Ich habe auf einmal Aufträge bekommen, mehr als üblich, und habe für den kleinen Kreis Auftragsmalereien, Porträtmalereien, Architektur und was auch immer. Und die große Show, der große Auftritt, Publikum bei einer Vernissage ist immer groß, ist komplett zugunsten einer eher intimeren Werkschau gewichen. Und das hat absolut seine Qualitäten. Das habe ich zu schätzen gelernt. Ich selber habe durch die Isolation ganz neue Sachen gemacht, weil ich auf einmal auch die Freiheit hatte, zu sagen, ich male jetzt nur für mich. Und das habe ich bei vielen Künstlern gesehen. Viele haben das als Möglichkeit eher als Einschränkung gesehen und dadurch einen ganz anderen Werkschub erfahren. Hast du das ähnlich erlebt, Sarah, bei deinen Musizierenden? Also bei uns war das dieses große Thema, nicht teilen zu können, nicht sharing. Ja, weil das, was wir machen, ist ein Moment zu kreieren. Also anders wie Michael, der ein Werk kreiert, das Jahrhunderte hängen kann. Wir sind für den Moment zuständig und diesen Moment nie zu haben, nie wirklich die eigene Kunst, die man hat, an den Mann bringen zu können, einem Publikum gegenüberzustehen. Ich meine, natürlich sind in dieser Zeit sehr, sehr viele digitale Formate entwickelt worden und das ist gut und das ist schön. Und wir haben alle auch davon profitiert, ne? Also nicht finanziell, das ist ein ganz anderes Thema, was wir besprechen können, wie kann man dann irgendwie davon auch Profit machen oder eben seinen Lebensunterhalt dadurch bestreiten. Aber tatsächlich haben wir durch diese digitalen Möglichkeiten ein Forum und eine Chance geschaffen,
mit Menschen in Verbindung zu kommen, aber nicht so, wie wir es normalerweise haben wollen, ohne diese emotionalen Schwingungen, die durch einen Raum gehen. Ja? Also dieses Treten vor einem Publikum mit einer Mehr an Gesichtern vor einem. Für den Künstler auf der Bühne, für die Künstlerin geht es darum, jede einzelne Person im Publikum zu erreichen und zu sich zu ziehen. Es ist ganz interessant, dass man in einem Musikerlebnis nicht ein Erlebnis eines Abends hat, sondern jedes einzelne Erlebnis von jedem einzelnen Person, der im Publikum sitzt. Ähnlich natürlich bei einer Ausstellung oder in einer Galerie. Wir erleben alles ganz eigen mit unserer eigenen Geschichten dahinter, mit unserem eigenen Seelenzustand, das mit hineinspielt. Und diese Erfahrung von dem Künstler, von der Künstlerin, auf einer Bühne oder mit einem Instrument dem Publikum gegenüber, das hat gefehlt, weil diese Schwingungen, dieser persönliche Austausch, es war ein digitaler Austausch, aber der persönliche Austausch hat gefehlt. Ganz zu schweigen von der Qualität natürlich, von der digitalen Übertragung, das weit weg war von dem, was wir uns wünschen würden. Da hätte ich direkt mal eine Frage. Ist denn in einem Ensemble, also sei es jetzt eine Ballettkompanie oder ein Orchester, ist denn die gemeinsame Probe und das Treffen, das Musizieren miteinander nicht wenigstens so ein gewisser Ersatz für die entgangenen Auftritte? Wie haben die Musiker das gesehen? Es ist der Weg dorthin, ne? Weil normalerweise sind sie gewohnt, zusammenzukommen, etwas einzustudieren, etwas gemeinsam zu spielen, zu üben für einen Zweck, ja, also dieses, wir sind ja alle sehr competitive, ja, also wettbewerbsgedacht, ja, es geht immer darum, dass man eben das Beste gibt in dem Moment, wir arbeiten in der Musik immer Richtung Moment hin und das hat natürlich gefehlt, klar, viele sind zusammengekommen, man hat auch, also manche Orchester haben die Zeit genützt und haben Repertoire einstudiert, oder in Theatern, sie haben ganze Opernproduktionen einstudiert und haben gesagt, in dem Moment, wo es wieder aufgeht, dann zeigen wir alles einfach so hintereinander und dann ist es schon alles fertig. Aber dieses, ich meine, die ersten Wochen haben wir alle gut geschafft, aber diese Länge von der Pandemie, dieses nicht rauskommen zu können und dieses zurückgehalten zu werden und zu wissen, jetzt studieren wir schon wieder was ein, was wir nicht aufführen können vor einem Publikum. Ja. Da fängt man schon an zu fragen nach einer gewissen Zeit. Ja, das ist frustrierend. Würden Sie denn, oder würdest du sagen, als sagen wir mal, in dieser Branche sehr erfahrene und auch sagen wir, langjährig animierte Expertin, könnte man sehen, ob ein Ensemble vor einer Kamera, die eine andere Qualität abliefert als an einem Abend vor Publikum? Kann man das sehen? Merkt man das als Zuschauer? Man hat natürlich den Vergleich dann direkt nicht, wenn man da sitzt. Aber die Sternstunden, wo man in einem Publikum sitzt und der Atem angehalten wird und wo man mitfiebert, wo eine unglaubliche Stille im Saal ist. Das kriegt man natürlich zu Hause nicht hin, gell? Wo der Hund dann bellt und man hört dann aus der Küche, dass jemand gerade was kocht oder ein Kind kommt nach Hause oder jemand will was anderes. Man kriegt nie diese Konzentration von der Atmosphäre. Und ich meine, wir merken jetzt hier in Berlin, dass die Leute rennen in die Veranstaltungen. Es ist unglaublich voll im Moment, was ganz toll ist, weil dieses Live-Erlebnis, dieses kollektive Live-Erlebnis auch so gewünscht ist von den Menschen, die das so lange nicht hatten. Ich glaube das schon. Ich habe, also wir haben zusammen häufiger die Online-Produktionen von Netherlands Dance Theater angeguckt. Die haben regelmäßig an die Abonnenten geschrieben und es gibt wieder eine neue Produktion, dann konnte man Karten kaufen und das virtuell dann sehen. Ich denke schon, dass der Abend und die Produktion auf Video, das unterscheidet sich wie Sardinen aus der Dose zu einem Thunfischsteak. Insofern haben wir es irgendwann aufgehört, weil die Erfahrung war schon so ein bisschen frustrierend. Wir sind natürlich auch froh, dass wir jetzt wieder ins Theater gehen können und dass dieses Kulturerlebnis, würde ich sagen, es ist wirklich vital, es ist schützenswert und es wird uns was fehlen. Also am Anfang war es ja so, auch von der Seite der Politik,
Kultur ist quasi Beiwerk. Das ist nett, das ist Freizeit und zum Leben nicht unbedingt erforderlich. Ich habe jetzt wirklich ganz hautnah die Erfahrung gemacht, dass das Leben signifikant an Qualität verliert, wenn uns das verloren geht. Und die Erfahrung haben viele gemacht und ich fühle mich da in guter Gesellschaft, weil ich gehe einfach gerne ins Ballett. Also wir gehen gerne ins Museum und alles Virtuelle ist einfach nur von aufschiebender Wirkung auf das, was dann kommt. Deshalb rennen die Leute jetzt ins Theater, sind so aufgeladen durch den ganzen virtuellen Kram, dass die jetzt alles nachholen müssen, mit Sicherheit. Und ich meine, am Anfang, wie die Theater aufgemacht haben, dann gab es kein Pausengetränke, es gab auch keine Pausen am Anfang. Man ist hingegangen in der Maske, hat irgendwie niemand erkannt, man konnte irgendwie auch kaum Gespräche führen und so weiter und ist dann schnell wieder nach Hause. Und ich meine, wir sind aber trotzdem hingerannt für das Erlebnis auf der Bühne. Aber jetzt natürlich, wo der gesellschaftliche Anteil wieder zurückgekommen ist, wo es Pausen gibt, wo man sich austauschen kann, wo man ein Publikum beobachten kann, das ist dann auch immer sehr nett. Vielleicht eher von uns in der Branche, das ist eine von unseren Lieblingsaktivitäten, das Publikum zu beobachten, zu sehen, wer ist da und wie reagieren die Menschen. Aber das stimmt schon, also es ist ganz richtig, dass wir dieses digitale Erlebnis war eine Überbrückung bis zu einem gewissen Maß. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich Menschen, die älter sind, Menschen, die gebrechlich sind, Menschen, die jetzt noch nicht sich nach außen begeben möchte. Für sie ist so ein digitales Erlebnis fantastisch. Also meine 80-jährige Mutter in London freut sich wie ein Schneekönig jeden Winter, ein Digital Concert Hall Abo zu bekommen von der Berliner Philharmoniker und auf einem fantastischen Bildschirm einfach diese Konzerte zu sehen. Und ich meine, das gibt es ja von vielen Theatern, von vielen Konzerthäusern, von Ballettkompanien weltweit, dass man eben dieses Erlebnis haben kann in den eigenen vier Wänden. Und das hat dann wiederum ein Vorteil für eine gewisse Gruppe von Menschen. Und das wird sicherlich auch so weitergehen. Aber das Interessante ist, und jetzt kommen wir zum Studium auch ganz kurz, weil, Michael, es ist tatsächlich so, dass wir unser Unterricht in der Pandemie, also ganz am Anfang der Pandemie waren wir Gott sei Dank hier in Berlin noch in den Semesterferien. Und wir haben gewartet bis zum 20.04. Pandemie war so Mitte März, kamen unsere ersten Lockdowns. Österreich war eine Woche vor Deutschland. Und dann waren wir noch alle irgendwie verteilt auf der ganzen Welt. Und wie wir zusammengekommen sind, ging es nur digital. Und ich meine, rückblickend, was sagen wir über das Digitale aus dieser Zeit? Es war eine Überbrückung. Es war die Überbrückung und das Tragen, das Durchtragen von den Studierenden durch diese Zeit, dass sie nicht verzagen, dass sie nicht an ihrem Tun zweifeln, dass sie noch üben, dass sie wissen, wofür sie es tun und dass wir ihnen so Motivationsschübe geben und auch noch psychische Unterstützung. Also das ist eine ganz große Frage, nicht nur für Studierende natürlich. Gell? Es gibt viele Künstler in allen Branchen, die gemerkt haben in dieser Zeit, der Bedarf nach einer psychischen Hilfe, psychologischen Hilfe von außen ist da. Vielleicht war das vorher nicht da, wenn's minimal da war, ist gestiegen. Und da muss sich keiner dafür schämen. Wir sind wahnsinnig froh, dass es eben sehr, sehr guten Psychologen und Psychiater gegeben hat in dieser Zeit, die die Künstler und Künstlerinnen auch durchgetragen haben. Ich weiß nicht, wie ist es in deiner Branche, Michael, mit psychologischem Bedarf? Ja. Also der Bedarf. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht im BBK, das ist der Bund Bildender Künstler, Sektion Düsseldorf, der gehöre ich an. Und da erlebt man was ganz Eigenartiges, wenn man fragt. Ich habe die Frage, als ich vor einem Jahr auf Tommys Einladung gekommen bin, als Vorbereitung. Und ich muss sagen, das Material konnte ich einfach nicht verwerten, weil der Frust der Künstler, der war derartig groß, dass sie gesagt haben, die offiziellen Stellen, das Kulturamt, andere kulturelle Behörden lassen uns alleine mit unseren Sorgen, vor allen Dingen auch materielle Sorgen. Warum sollten wir jetzt irgendwelche Hilfeleistungen warum sollten wir jetzt andersrum mit unserer Kunst zur psychischen Unterstützung der Bevölkerung beitragen.
Und das war ganz eigenartig, weil ich gedacht habe, ihr müsst schon was machen und ihr müsst auch schon mit der Situation umgehen lernen. Aber ich glaube, dieses erste Jahr, diese erste Phase, das war für viele Künstler Paralyse. Und der Frust war enorm und auch die Bereitschaft, mit Kunst aktiv einzugreifen, war gleich null. Das kam dann, Gott sei Dank, in der Folge. Einfach deshalb, weil in der zweiten Phase auch das Publikum gemerkt hat, uns fehlt was. Und das ist ist schon auch die Arbeit und das immer wieder Insistieren der Künstlerbünde und Vereinigungen, die gesagt haben, ohne Kunst wird es still, in jeder Gattung. Und das hat offensichtlich Künstler beflügelt, dann auch das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Aber wie gesagt, die erste Phase war gekennzeichnet durch Frust. Und ich habe aus den Leuten nichts rausgekriegt. Also es war sehr, sehr schwierig. Es wird ja auch sehr schön in einem der TED-Talks, die du, glaube ich, Michael, geteilt hast, dargestellt, dass Kunst, ich sage es einmal in meinen Worten, zum Denken anregt und unabhängig oder sogar im Gegensatz zu diktatorischen oder nennen wir es auch mal einschränkenden Maßnahmen gesehen wird. Also nenne es erfrischend, anregend, denken, es gibt Freiraum. Und damit gibt es ja eine ganz klare, wie soll ich sagen, es ist ja ein Beweis dafür, dass Künste gebraucht werden. Schön wäre es, wenn man das auch aktiv wahrnimmt und nicht nur passiv. Die Frage, die ich an euch beide habe, also ich bin kein Künstler, ich mag Künste sehr. Jetzt, wenn ich Künstler wäre und dieser Lockdown kommt auf mich zu, dann hat es einen negativen Impact auf mich als Mensch und wahrscheinlich auch als Künstler. Also ich glaube, wie du auch beschrieben hattest, Michael, man wird ja nicht gleich eine neue Kreativität generieren, oder? Man beginnt ja auch als Mensch auf diese Art von Lockdown zu reagieren. Hat das nachhaltig etwas mit den Künstlern gemacht? Gibt es wirklich, kann man sagen, die Kunstszene hat einen Rückschlag erlitten oder sehen wir das jetzt nach 2 Jahren? Sarah, du sprachst, je länger das hinausgezögert wird, desto schwieriger wird es da zu einer neuen Normalität zu kommen, neuen Kreativität, beschränkt das die Kreativität von Künstlern ein? Wie geht ihr damit um? Und hat man einen Effekt bei den Konsumenten oder den Leuten gesehen, die Künste mögen, die hingehen ins Museum? Gibt es dieser bilaterale Effekt? Kann man da schon etwas sagen oder ist die Zeit noch zu kurz? War das jetzt wie so ein Schreckschuss und es wird nicht bleiben? Ich glaube, es ist auch sehr individuell, oder, Michael? Ich glaube, das hängt mit den einzelnen Personen zusammen. Es gibt Künstler, die das sehr gut zu nützen haben, gewusst haben. Also natürlich, wir reden jetzt von allen möglichen verschiedenen Schichten von Künstlern. Gell? Also wir haben zum Beispiel, ich weiß, der Geiger Daniel Hope, der um den Erdball reist, hat gesagt, seine Kinder waren etwas irritiert, dass er so viel zu Hause war. Wieso ist er nicht wieder weg? Und ich meine, das ist halt so die Kehrseite aus der Sicht der Kinder. Andere Künstler haben gesehen, wow, zum Beispiel die Sänger, ja, Anna Prohaska, die Sängerin, hat gesagt, sie hat das erste Mal in ihrem Leben 3 Monate die Stimme erholen lassen können. Ne? Also sie nicht irgendwie von einem zum nächsten und hier eine Opernproduktion und da gleich eine Rolle und dazwischen 2 Konzerte. Also das fanden viele am Anfang wirklich großartig, einmal von diesem Hamsterrad einfach hinunterzusteigen und diese Erholungsphasen einzufügen. Auch zum Beispiel Dirigenten, die gesagt haben, sie sind endlich wieder dazu gekommen, Partituren zu lesen, die sie lange nicht gelesen hatten. Viele haben gesagt, wir müssen jetzt echt dieses Jet-Setting überlegen. Müssen wir so viel fliegen? Ist es wirklich notwendig, dass ich eine Susanne in Figaro in Melbourne singe? Kann das nicht eine australische Sängerin singen? Und ich bleibe hier und in New York macht das eine Amerikanerin. Muss ich das wirklich? Also diese vielen, vielen Fragen sind gestellt worden. Nur, glaube ich, das waren die Fragen der ersten 6 Monate. Ja, und nach 2 Jahren haben diese Fragen sich irgendwie erübrigt und die Leute wollen ihr Leben zurück. Also das erlebe ich jetzt sehr stark, dass man sagt, ich will wieder dorthin, wo ich einmal war. Wie Sarah, ich würde jetzt gerne auch eine Frage aus dem Publikum, wir sprachen ja schon vermehrt vom Publikum, mit einpflegen. Und vielleicht gibt es eine Gruppe von Künstlerinnen, die immer schon im virtuellen Raum gewesen seiend, vielleicht weniger von einer Pandemie affected sind. Also zum Beispiel wie jetzt Benjamin Haran fragt in Bezug auf die YouTuberinnen, Streamerinnen oder Digital Artists, seine Frage,
ist auch ein Kommentar, ist wie folgt: erfolgt ein Wechsel der Resonanzräume mit dem Generationswechsel. Also besagte YouTuberin, Streamerin, Digital Artist treten ja mit einem Publikum, das ihr schon besprochen habt, anders in Kontakt als die live auf die Bühne gehenden, vielleicht auch haptisch nahbaren Künstlerinnen. Die Konsumentin dieser Kunst sind es gewohnt, diesen Künstlerinnen nur im digitalen Raum zu begegnen. Mhm. Meint ihr, dass in diesem digitalen Raum auch eine Änderung, also ein Effekt auf die Künste wahrnehmbar ist? Und wenn ja, welcher? Absolut. Ich denke, dass das Korrelat dieses Shake Hands am Eröffnungsabend, am Konzertabend, das ist eben die Anzahl der Klicks. Und ich denke, ein nativer digitaler Künstler wird vor allen Dingen darauf Wert legen. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, diese virtuelle Kunst oder Kunst, die sich im digitalen Raum abspielt, in Vergleich setzt, zum Beispiel zu Street Art von einem anonymen Künstler, wie zum Beispiel Banksy. Ja, das ist ja auch jemand, der niemals die Gunst des Publikums direkt entgegennehmen kann, weil er einfach auch die Anonymität pflegt. Das ist dieser Kunstgattung, denke ich, genug. Das ist ein großer Vorteil. Und das ist eine Spielart der Kunst. Aber es gibt eben auch viele andere Gattungen, die die direkte Konfrontation brauchen. Ich glaube zum Beispiel, dass durch die Beschränkung auf den digitalen Raum auch der Handel sich gewandelt hat. Ich habe unter meinen Bekannten einen internationalen Kunsthändler. Also er vertreibt jetzt nicht meine Sachen leider, aber er ist sehr erfolgreich. Und der macht einen großen Teil seines Umsatzes mit sogenannten NFTs. NFTs, hat man vielleicht schon mal gehört, das sind sozusagen Teiltranchen eines Kunstwerks, dessen Erwerb für einen alleine vielleicht zu teuer wäre. Also man kann zum Beispiel einen polierten Hund von Jeff Koons kaufen für 50 Millionen, aber dann eben einen Teil davon mit NFTs. Es gibt eine digitale Signatur, die ist durch Blockchain-Technik in ihrer Echtheit unbestritten und wird signiert. Und diese Technologie ermöglicht den Teilerwerb eines Kunstwerks. Und ich habe das Gefühl, das war nach einem Gespräch mit ihm, dass jetzt durch die Pandemie solche Produkte reißenden Absatz finden. Das mag man gut oder schlecht nennen. Ich persönlich bringe die Bilder immer noch gerne persönlich zum Kunden hin. Das wissen viele. Aber es ist, denke ich mal, eine der kreativen Escape-Phänomene, die jetzt auch ganz unerwarteten Schwung in die Szene bringen. Das finde ich erstmal gut. Micha, ein Kommentar kam gerade rein. NFTs sind Scams. Siehst du das auch so als Künstler? Natürlich. Also ich meine, welcher Künstler, ich käme ja nicht auf die Idee, ein einmal 2 Meter großes Bild in Zentimeter große Stückchen zu schneiden, die per Briefumschlag zu verschicken und sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt der tausende Teilhaber eines Gemäldes. Das ist abartig für jeden Künstler, der mit den Händen arbeitet. Ich sage ja nur, es ist ein kreativer Spin-off und als solcher muss er gewürdigt werden. Für mich wäre das Produkt nichts, auch für meine Arbeit nicht, aber ich finde es erstmal interessant und spannend zu sehen, was für Blüten das treibt. Vielleicht ist das Thema in 2 Jahren vorbei, aber zunächst mal muss man sagen, ist das ein gelungener Witz. Also für mich wäre es nichts, aber ich finde es spannend. Barbara, wollen Sie kurz? Ja, gerne. Also NFT war jetzt mein Einsatz, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Veranstaltungen, wo es so dieses Bingo gibt und sobald das erste Mal das Wort NFT fällt, ist das erste abgehakt. Aber das ist natürlich hier auch ein sehr wichtiger Aspekt, der mich auch, also im Hinblick auf die ökonomischen Fragen, zu einer Frage bringt, die wir in anderen Bereichen bereits diskutiert haben. Und ich frage mich, wie Sie das im Bereich der Künste einschätzen. Es gab ja zu Beginn der Pandemie dieses geflügelte Wort, wir sitzen alle im selben Boot. Das hat sich dann gewandelt zu einer Aussage, dass wir zwar vielleicht im selben Sturm sein, aber nicht im selben Boot, weil die Pandemie zwar synchron die Leben aller Menschen betrifft, aber ganz anders betrifft. Und es gab auch
in vielen Lebensbereichen die Diagnose, dass bestimmte, also bestehende Ungleichheiten durch die Pandemie verstärkt wurden. Wie schätzt Sie das bezüglich der Künste ein? Wer sind die Gewinnerinnen? Die gibt es ja immer auch. Wer sind die Verliererinnen? Und wie, wenn Sie das sagen können und möchten, was wird bleiben? Wie wird sich das weiterentwickeln? Also ist das etwas, sind die Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben, etwas, was reversibel ist, was wir vielleicht auch zum Teil behalten wollen? Und wie geht es weiter? Wenn ich dazu kurz was sagen darf, es gibt eine wissenschaftliche Erhebung über die Einkommensstruktur von Galerien während der Pandemie. Ich hatte das in unserem ersten Talk letztes Jahr schon mal gezeigt. Da ging es darum, was hält Galerien als Vertreter und als Hauptrepräsentanten des Kunstmarketings am Leben? Und dann sind es ganz eindeutig die großen Namen, also Künstler, die prominent sind von internationaler Reputation, und die Verkäufe sind auch während der Pandemie sehr stabil gewesen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht präsent, aber man kann sagen, und das ist ja auch eigentlich ein erwartbarer Vorgang, dass sich international renommierte Kunst praktisch unverändert gut verkauft hat während der Pandemie, weil eben dort nicht ein Walk-in-Publikum zu einem Galeristen geht und sagt, ich hätte jetzt gerne diese Malerei von Gerhard Richter, sondern das sind mehr oder weniger anonym geführte Auktionen von Sammlern, die gar nicht persönlich in Erscheinung treten, oder auch von Museen von mir aus. Aber da gab es einen relativ geringe Schwankung, einen geringen Einbruch. Aber das große, breite Mittelfeld der Künstler, die eher im regionalen Markt unterwegs sind, gab es deutliche Einbußen. Und insofern ist eine große Asymmetrie zu verzeichnen gewesen von den Künstlern, die eben regional unterwegs sind, versus international vermarktete Kunst. Ganz klar. Mhm. Und bei uns in der Musik waren es natürlich der Unterschied zwischen den Freiberuflern und denen, die in fixen Verträgen mit Orchestern oder Opernhäusern unterwegs waren. Tatsächlich ist es ein bisschen ein Conundrum, eine Zwiespalt, weil freiberuflich zu sein ist das, was man oft am meisten anstrebt, also als Künstler, also vor allem die Künstler, die Musikstudierende, die uns verlassen, würden gerne erstmal ein paar Jahre freiberuflich sein, um wirklich dann überall zu spielen, in diversen Ensembles und solistisch unterwegs zu sein, und dann natürlich die Stabilität eines Orchesterjobs. Tatsächlich sind viele von meinen Studierenden an der Eisler, gehen direkt in die Orchester und haben da diese Stabilität mit den Verträgen. Aber das war wirklich gravierend bei uns, weil das sind nämlich die Personen, die überhaupt kein fixes Einkommen haben, sondern von einem Vertrag zum nächsten leben, und die waren weg. Die Verträge waren einfach über Nacht weg und da war einfach überhaupt kein Einkommen. Was haben die denn gemacht? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber was haben denn diese Freiberufler gemacht? Es war natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Es gab Unterstützung. Ich möchte es nicht übertreiben mit der Unterstützung. Man muss gleich dazu sagen, also die Politiker haben auch sehr lange gebraucht, aber haben dann gelernt, was notwendig ist, und es kam Unterstützung. Oft nicht genug, aber es kam, und es war vor allem sehr, sehr viel Solidarität unter den Musikern selber. Also ich habe sehr viele Professorinnen hier mit fixen Einkommen, die wirklich gewaltige Beträge gespendet haben, weil sie haben gesagt, ich habe das Glück, dass ich mein Einkommen nach wie vor habe. Und die Deutsche Orchesterstiftung hat innerhalb von 2-3 Monaten hatte sie 5 Millionen Euro eingesammelt. Ne? Und das sind Spenden von Einzelpersonen, sehr viele Spenden von Orchestern selber. Also ganze Orchester haben mit fixen Verträgen haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir müssen die anderen unterstützen. Das sind unsere Kollegen, das sind die Personen, die reinkommen, wenn ich krank bin und ein Substitut kommt. Das sind eben die Personen, die eigentlich auch dafür sorgen, dass unser Betrieb aufrechterhalten wird. Aber es war eine irrsinnige Kluft zwischen diesen beiden Gruppierungen. Und es gibt viele Geschichten von freiberuflichen MusikerInnen, die dann für Lieferando gefahren sind Kurzzeitjobs genommen haben, einfach um die Mieter zahlen zu können. Ja. Und das ist das, was ich ein bisschen befürchte für die Zukunft. Ich habe das heute in einem Artikel im Standard gesagt. Ich fürchte, dass auch Eltern
sehen werden, was mit den freiberuflichen KünstlerInnen während der Krise passiert ist und Kindern in der Zukunft möglicherweise den Riegel vorschieben und sagen, mach was Gescheites, hol dir eine gute Ausbildung, weil das ist kein sicherer Beruf. Andererseits habe ich hier gemerkt an der Hochschule, dass die ProfessorInnen, die wir haben, heilfroh waren, um diese fixen Verträge und um diese Jobs und natürlich dann viel mehr Zeit wie sonst hatten für die Studierende, weil sie nicht irgendwie morgen nach Tel Aviv oder übermorgen nach New York und Sydney und Stockholm und so weiter fliegen mussten, sondern allein für die Hochschule ihre Zeit aufwenden konnten. Davon haben wir ja sehr, sehr profitiert. Aber um zurückzugehen auf die Eingangsfrage, das ist ein Problem, das war ein Problem und es ist auch für die Zukunft ein Problem. Und viele suchen jetzt nach der Pandemie nach Möglichkeiten, sich zu stabilisieren, damit, wenn noch was wieder kommt, damit man eben auch mit fixen Einkommensanteilen im Portfolio eines Gesamteinkommens auch arbeiten kann. Diese Solidarität, die du jetzt ja umschrieben hast, durch diese Unterstützung, Orchester haben sich zusammengetan, großzügige Spenden in deinem Interview, das wir auch teilen mit der AStA, was ihr gemacht habt an eurer Hochschule, da entsteht ja doch ein, ja, unter den Einschränkungen der Zeit ein positiver Spirit, also ein Solidaritätszugehörigkeitsempfinden. Entsteht, wird das halten? Also gibt es da neue Bindungen, die jetzt vielleicht erlauben, darauf aufbauen, kreativ neu zu denken? Ja, ich denke, also auf jeden Fall unter Studierenden wird das halten, weil das ist einfach eine sehr idealistisch geprägte Community und wir diesen jungen Leuten eine Chance geben wollen. Und tatsächlich haben wir nach wie vor unsere Corona-Care Unterstützungsfonds läuft nach wie vor. Wir hatten das kurzzeitig gestoppt, weil wir dachten, wir sind vielleicht draußen aus dieser Krise. Und dann haben wir gemerkt, das ist nicht so. Und jetzt haben wir Anträge von 50 flüchtenden Studierenden aus den Ländern, die von der russischen Invasion affektiert sind, die vor unseren Toren stehen. Und wir brauchen jetzt Geld für sie. Wir hatten alle sehr viel Geld bekommen von der Ernst von Siemens Musikstiftung. Die war sehr, sehr großzügig. Sie hat jetzt gerade wieder 2 Millionen Euro ausgeschüttet an Musikstudierende deutschlandweit. Das heißt, es ist ein riesen Vorteil. Und die Solidarität ist noch da. Wird sie weiterhalten? Das kann man nicht sagen. Das kann man echt nicht sagen, weil wir haben jetzt hohe Inflation. Wir haben radikal steigende Lebenskosten. Wir werden alle ärmer. Wie wir sprechen hier, werden wir alle ärmer. Wir müssen alle überlegen, wie wir unser Geld ausgeben in den nächsten Monaten. Und wir wissen nicht, kommt nächstes Jahr eine Rezession oder nicht. Wie geht es weiter im Osten unserer Länder? Das sind eben alle Fragen, die man nicht beantworten kann. Und man hofft, dass die menschliche Solidarität weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Gut ist und dass wir das schaffen, das auch nach wie vor einen ganz, ganz großen Anteil in unserem Leben einzuräumen. Versprechen, Zusagen, kann man das machen? Darf ich die Frage etwas weitertragen, vielleicht über die Künste hinaus? Ihr seid jetzt als Künstler in der Gesellschaft verankert. Dieses Thema Solidarität trat jetzt seit 2 Jahren immer wieder auf, wurde sehr stark diskutiert, an wunderbaren Beispielen auch illustriert, wie es das Gute des Menschen nach außen trägt und wie andere partizipieren können. Glaubt ihr, dass es eine gesellschaftliche Veränderung geben kann durch dieses neue Gefühl einer Solidarität? Das ist jetzt sehr weit gesellschaftlich gefragt. Glaubt ihr, wird es eine Änderung der Gesellschaft geben? Die muss es ja geben. Die muss es geben. Also wir haben verschiedene, wie soll man sagen, Prüfszenarien in Deutschland erlebt. Das erste war 2015 mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien. Da knirscht es halt noch ein bisschen. Ne? Wir waren nicht vorbereitet auf das, was kam. Aber sehr schnell wurde die also gelebte Solidarität auch salonfähig, finde ich. Und es hat sich jetzt in der Pandemie gezeigt, dass also auch Künstlerbünde Geld gesammelt haben, so quasi als eine Art Stipendium für Ateliergemeinschaften, einfach um die Miete zu zahlen. Es gab Sammelstellen, Tafeln und so weiter. Und das trägt sich jetzt sozusagen, wir gleiten ja von einer Krise in die nächste. Wir sind, glaube ich, jetzt krisengestärkt, laufen im Krisenmodus und die Solidarität
läuft weiter. Nur um deine Frage aufzunehmen, Solidarität ist immer diesem Gewöhnungsprozess ausgesetzt. Und ich denke, nach einem weiteren Jahr kommt der Überdruss. Und das, dann wird es schwierig. Dann, darauf sind wir vielleicht nicht so vorbereitet. Und das wird das größere Problem. Ich habe das Gefühl, dass wenn Solidarität neu gefordert wird, die in breitem Maß auch gewährt wird, aber wenn die Gewohnheit kommt und so eine Art Phase des Überdrusses, dann wird es sehr, sehr schwierig. Der Grund für meine Frage war, dass ich glaubte, dass vor einem Jahr die Mehrheit vielleicht gehofft hat, einfach zu dem Ist-Zustand von vor einem Jahr zurückzukommen. Aber je länger das anhält, desto mehr, glaube ich, beginnt der Gedanke zu reifen, dass es vielleicht ein neuer Ist-Zustand sein muss. Einer der Panelists schrieb jetzt gerade rein, nach der Krise ist vor der Krise. Also umformuliert, können wir einfach uns so durchlavieren, wie wir es bisher gemacht haben, oder wird es eine Änderung geben müssen? Wollen wir partizipieren an so einer Änderung? Und das bringt mich zu einer Frage aus dem Publikum, vielleicht von Herrn Ledo, bevor du, Sarah, antwortest. Gibt es seitens der Kunst Bestrebungen, er hat jetzt Bezug genommen auf die Pandemie, das Pandemiegeschehen abzubilden? Also beispielsweise, das ist jetzt vielleicht ein Negativbeispiel, im Zuge von Kampagnen oder Impfgegnern sich aktiv einzubringen. Also nimmt die Kunst aktiv teil in einer Abbildung des Pandemiegeschehens und kann man daraus Mehrwerte ziehen, Anregungen entnehmen? Ich habe viele Beispiele gesehen von dem Versuch, das Pandemiegeschehen in eine künstlerische Form zu gießen. Und ich muss sagen, das geht ganz schnell ganz schief. Einfach deshalb, weil das ist zu wenig Zeit, um eine solche Erschütterung in sein künstlerisches Werk zu integrieren. Und man ist immer dem Risiko ausgesetzt, des Attitüdenhaften oder des Platten, des Direkten. Das ist oft mit einem Qualitätsschwund verbunden. Nach meiner Erfahrung wird es ein paar Jahre brauchen, bis dann das seinen Niederschlag in der Kunst findet. Aber es sind natürlich einige Künstler dabei, die machen Assemblagen aus Masken oder thematisieren das Sterben. Ich bin nicht sicher, ob die Kunst diese Thematik verdient hat, ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass diese Krise vielleicht gar nicht in künstlerische Worte zu fassen ist. Meine Meinung. Ich sehe das eher bei den Schauspielern. Und ich meine, da gab es leider ein sehr schlechtes Beispiel von Schauspielern, das für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Aber generell, mir hat es sehr, sehr gefehlt in der pandemischen Zeit, dass wir nicht ins Sprechtheater gehen konnten und dort einfach spontane Reaktionen und sozialkritische Untersuchungen der Themen unserer Zeit. Also wir hingen an den Nachrichten, wir hingen an ein paar ausgewählte Politiker, die wir gewählt hatten, die dann dafür zuständig waren, ein paar Virologen, Virologinnen, die uns die Informationen aus der Medizin gegeben haben, und wir hingen nur an diese paar Personen. Und die Vielfalt in der Kunst, wo wir hineingehen und Politiker auf den Korn genommen werden und Komödie, aber eben auch das extrem Gesellschaftskritik ist, wenn man denkt an Bertolt Brecht zum Beispiel, ja, was hätte Brecht aus der Pandemiezeit, was hätte er für Theaterstücke geschrieben, wo wir irgendwie an den Kopf gefasst hätten, aber wir hätten einfach eine andere Art von Auseinandersetzung. Und das hat total gefehlt. Das ist aber eben ganz spezifisch vom Sprechtheater und von den SchauspielerInnen ausgegangen und nicht von uns in der Musik. In der Musik ist da vielleicht, wie Michael auch sagt, von der bildenden Kunst vielleicht nicht ganz das richtige Forum dazu. Ich würde aber gerne auf was anderes eingehen, und zwar New Normal. Thomas hat gerade von neuer Normalität gesprochen, also wo wir möglicherweise uns hinbewegen. Eine von den Sachen, die mich sehr aufgebaut hat in der Krisenzeit, war dieser Rückgang oder Retour von
Künsten in den heimischen Hafen, in Räumlichkeiten, in kleine Räumlichkeiten. Wir fühlten uns ein bisschen zurückgesetzt wie in Beethovens Zeit des 18. Jahr und 19. Jahrhunderts. Ne? Also diese ganzen Beethoven-Akademien, diese Schubert-Abenden, die so wunderbar in den Nationalgalerien abgebildet sind, auch in Gemälden. Es gab einfach eine Konzentration auf sogenannte Hauskonzerte. Ob diese von Balkonen aus oder in Hinterhöfen. Es gibt Künstler, die ihre Fenster aufgemacht haben und einfach gespielt und die Nachbarn sind im Hof gestanden oder die auf dem Balkon auf die Straße gesungen haben und so. Also es waren unglaubliche bewegende Momente, die Spirit der Kunst dann mitten in die Gesellschaft hineinzutragen. Und bezahlt wurde mit einem Hut, der herumging. Also die Passanten haben schon gesehen, die Künstler müssen was verdienen für das, was sie machen. Aber das ist eine ganz unmittelbares Kunsterlebnis, was wieder hochgekommen ist. Und ich sehe, dass das schon auch bleibt in der Gesellschaft und wird auch gesehen als ein wichtiger Teil, das wir vielleicht vernachlässigt haben vor der Pandemie. Vielleicht hat es die Pandemie gebracht, um uns darauf hinzuweisen, dass Kunst nicht nur in großen, teuren, architekturbeladenen Konzertsälen stattfinden muss, sondern dass wir in unseren eigenen vier Räumen einen Kunstgenuss uns hingeben können. Wenn ich da noch weiter vorrücken darf zu dem, was du ganz am Anfang sagtest, Sarah, mit dem virtuellen Raum, das bringt auch die Frage auf des Zuganges zur Kunst. Wenige Menschen können sich ja wirklich jetzt eine Konzertkarte bei den Wiener Symphonikern oder im Berliner Staatsoper leisten. Kann man nicht argumentieren, dass die notwendige Präsenz im virtuellen Raum zu einem leichteren Zugang zu den Künsten oder zu einem Kunsterlebnis führt? Michael hat es kurz angesprochen, aber werden wir, um positiv zu antworten, neben den YouTuberinnen und Live-Digital-Artists durch diese temporäre Präsenz von Orchestern in dem virtuellen Raum, werden wir damit nicht mehr Menschen erreichen können? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Sarah hat es ja gesagt mit ihrer Mutter, die halt betagt ist und nicht mehr jedes Konzert live mitverfolgen kann. Und ich dachte, das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, also sozusagen den Zugang zu hochwertigen Konzertaufführungen zu sozialisieren oder zu demokratisieren, ja, um vielleicht von dem von der Notwendigkeit des Erwerbs teurer Konzertkarten wegzukommen. Und das ist eine Sache, die sollten wir unbedingt beibehalten. Ich glaube, dass wir verschiedene Dinge improvisieren mussten und aus Improvisation wird Routine. Und ich würde heutzutage es als Vorteil ansehen, wenn ich die Wahl habe, ein Event digital oder live miterleben zu können. Vorher konnte ich dann nur sagen, okay, muss ich verzichten. Aber das ist eine Sache, die sollten wir mitnehmen und auf jeden Fall weiter pflegen. Denn man kann ja durchaus auswählen, live oder digital, oder? Ja, kann man. Ich persönlich finde, dass wir viel mehr Leute erreicht haben in der Pandemie, dadurch, dass die Orchester auf die Straßen gegangen sind. Ne, dass man am Donaukanal unten spielende Musiker hören konnte, dass man, manche Orchester haben sich Doppeldeckerbusse genommen. Eine Ballettkompanie hat zum Beispiel einen Kran gemietet und einen Tanzboden aufgelegt und ist durch einen Fluss einfach entlang gefahren und die Tänzer haben drauf getanzt und das Publikum ist auf den Fahrrädern neben diesem Fluss gefahren. Unglaublich, ganz viele Menschen, die niemals in eine Ballettaufführung gegangen wären. Und ich glaube, dass wir dadurch viel mehr Leute erreicht haben, dass man vielleicht endlich mal in der Kunst überlegt hat, okay, wir müssen die Leute erreichen, wie machen wir das? Und alle Musiker irgendwie gedacht haben, also Dienst hin oder her, ich mache das. Ja, also nicht irgendwie so wie viel und es ist zügig und ich könnte mich erkälten und das mache ich nicht mit meinem Instrument, sondern man ist einfach rausgegangen und hat gesagt, okay, super, wir müssen einfach dorthin gehen, wo die Menschen sind und es muss im Freien sein, weil was anderes ist nicht erlaubt. Und es gab unendlich viele Initiativen. Und ich glaube fast, dass wir dadurch mehr Leute erreicht haben als das Digitale. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man ein Orchester noch nie gehört hat und man in ein digitales Konzert hineinschaut, ob das einen dann nicht ein bisschen abschreckt.
Ja, das stimmt. Und das gab es tatsächlich in der Deutschen Oper am Rhein auch. Jetzt im letzten September wurde das Rheingold neu aufgeführt in Düsseldorf. Und das war eine Vorstellung, die fand draußen statt. Und das, wie gesagt, im Frühherbst. War auch nicht warm. Man konnte draußen sitzen. Es wurde so eine provisorische Tribüne aufgebaut mit Abstand zwischen den Leuten. Und ich fand es großartig. Und es war auch sehr gut besucht, muss man sagen. Das war ein kreatives Escape-Phänomen, was dann auch großen Erfolg hat. Ich würde mich freuen, wenn das weiterhin so gehen würde. Und ganz ehrlich, es ist so viel schöner, wenn man sich überhaupt nicht anziehen braucht in irgendwas besondere Klamotten oder sowas. Und man geht dann einfach hin und hat ein Bier in der Hand und Sneakers und völlig irgendwie so, wie man halt so aufwacht ist in der Früh. Und dann geht man hin und hat einfach einen schönen Abend mit Freunden, oder? Ich meine, das ist ja wunderschön. Das hat einfach so einen besonderen Flair, finde ich. Das ist eine gute Gelegenheit, eine Frage aus dem Publikum wieder zu fragen. Also was ihr jetzt beschrieben habt mit den Beispielen, ist wirklich sehr, it's very telling. Also das sind unikate Darstellungen, wie durch Raumänderung Kunst anders wahrnehmbar wird. Eine der Fragen von Herrn Giel gestellt ist es überhaupt so, dass die Kunst, wir haben darüber gesprochen, zurückgegangen ist oder hat sie sich nicht neue Formen gesucht? Also ist das nicht eine, was du beschrieben hast, Sarah, mit dem Doppeldeckerbus, oder mit dem Boot, kann man schon davon als neue Form der Expression von Kunst sprechen? Oder ist es bisher nur ein Vehikel, um es in einen anderen Raum zu tragen? Ich finde das schon kreativ. Das ist ja fast eine neue Form. Tatsächlich mit dem Ballett war das so, dass sie, glaube ich, Nussknacke aufgeführt haben. Das ist halt eine Nussknacker-Aufführung, die halt auf einem Boot war. Das ging jetzt nicht um eine komplett neue Form, etwas darzustellen, sondern einen anderen Ort. Ich glaube eher, dass wir die Kunst, die wir in uns haben, hinausgetragen haben und andere Ausdrucksmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Orten gesucht haben. Also sicherlich war es ein verkürzter Nussknacker und das Orchester war nicht live, es war aus der Dose, auch nicht gut natürlich, ne? Aber es war die einzige Möglichkeit, einen Nussknacker zu machen auf einem Fluss. Ich glaube eher, dass man gesucht hat nach Möglichkeiten, die Kunst an den Mann zu bringen, aber das löst vielleicht etwas Neues aus. Und das ist vielleicht jetzt auch zu früh zu sagen, wie wird es dann sein, 23, 24, werden diese Sachen überlebt haben? Wird das Publikum sagen, das war so schön, wir wollen wieder mit unseren Fahrrädern diesen Fluss entlang fahren, weil das war einfach so eine super tolle Stimmung. Und man musste aufpassen, dass man nicht irgendwie kleine Kinder überrollt und man musste aufpassen, dass man gerade bleibt auf dem Fahrrad, weil man immer nach links geschaut hat oder nach rechts, je nachdem, wo das Boot war. Das sind irgendwie verbindende Erlebnisse, die wir geschaffen haben, völlig aus der Not heraus in diese Zeit. Geht es weiter? Vielleicht. Sind wir wieder beim Thema Solidarität oder Wertschätzung des gegenseitigen Daseins, oder? Michael, eine Frage aus dem Publikum. Haben die letzten Jahre Auswirkungen auf die Stilistik gehabt? Was meinst du? Ich habe heute Morgen noch in Vorbereitung einen Blog gelesen. Es wurden 12 Künstler interviewt. Und denen wurde genau diese Frage gestellt. Und bevor ich zu mir komme, würde ich sagen, es gab eine Malerin, die hatte durch die Notwendigkeit, zu Hause zu arbeiten, ohne Austausch mit ihrem Publikum, ihre Farben geändert. Die hatte eine komplett andere Farbpalette aufgelegt. Also sie hat jetzt nicht ihre Stilistik verloren oder sich komplett neu erfunden, aber man merkte, es gab eine lila oder hellblaue Periode. Ein anderer Maler hat seine Formate geändert. Er war gewohnt, in großen Dimensionen zu arbeiten und der malte Kleinformate. Das sieht man zum Beispiel auch bei anderen Künstlern, die ihre Formate ändern. Es gibt einen amerikanischen Künstler, der macht Murales, also große Wandgemälde, die er dann sozusagen gratis ausstellt, weil er hat sich in Los Angeles lebt, er hat sich mit der Stadt verständigt und die Genehmigung bekommen, öffentliche Gebäude zu bemalen. Übrigens mit Themen aus der Pandemie, also das ging konkret darauf zurück, den Pflegenden, den Ersthelfern der
sozusagen der Frontline ein Denkmal zu setzen und hatte auch das passende Format, nämlich Gebäudewände dafür gefunden. Ich selbst bin mein schlechtester Kritiker, glaube ich. Ich bemerke immer erst 10 Jahre später, wenn ich was Neues gemacht habe und bin dann wiederum auf mein Publikum angewiesen. Aber ich habe schon ganz andere Wege gefunden und ich würde sagen, ich bin bunter geworden. Vielleicht liegt es daran, dass meine Umgebung hier relativ farbarm ist und ich normalerweise hängen die Bilder hier zum Trocknen, dann gehen die ins Lager oder zum Kunden. Also ich habe weiße Wände, einen rötlichen Fußboden und das war's. Und das hat mir vielleicht in der Isolation nicht ausgereicht. Deshalb sind die Bilder alle sehr viel bunter geworden. Ich würde sagen, dass jeder Künstler seinen persönlichen Weg findet, um seine Gewichtung neu zu setzen und neue Sachen auszumachen. Sarah hat es gerade gesagt, man liest eine neue Partitur. Das fand ich super interessant und das würde ich 1:1 auf mich übertragen. Ich habe neue Sachen ausprobiert, die ich vielleicht ohne die Pandemie nie angefasst hätte. In der Musik ist es etwas rigider, oder? Ich meine, oder kann man das bei Kompositionen sagen, dass sich die Stilistik ändert? Wir spielen ja nicht nur alte Stücke. Ja, ich glaube, das Wort Stilistik ist bei uns möglicherweise nicht ganz richtig, aber man hatte Zeit, darüber nachzudenken, wer man ist als Künstlerpersönlichkeit. Ich weiß, eine von unseren Profs hat ganz am Anfang der Krise gesagt, der hat irgendwie eine Probe gehabt mit einem Sextett und die haben von Schönberg die Verklärte Nacht einstudiert. Und sie konnten natürlich nicht spielen zu sechs, weil die sind halt überall, es waren 7 Bildschirme, 6 Musikerinnen und eben der Professor. Und er hat gesagt, er hat das Stück mit denen besprochen. Und er hat festgestellt, dass keine von denen irgendwann mal jemals was von Demel gehört hätten. Das Gedicht, was diesem Stück zugrunde liegt. Und ich meine, das ist natürlich ein Wahnsinn, aber die haben die Noten irgendwann mal bekommen, die waren dann irgendwie auf und haben sie angefangen zu spielen und haben nicht darüber nachgedacht, woher dieses Stück kommt, wer war Schönberg, zweite Wiener Schüler, dieses fantastische Gedicht. Und er hat gesagt, es war so eine Bereicherung, mit diesen 6 jungen Menschen darüber sprechen zu können, was das eigentlich heißt, auch der Text zu besprechen und so weiter. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber viele von unseren Studierenden haben gesagt, ich hatte endlich Zeit zu lesen, hatte endlich Zeit nachzudenken, auch karrieremäßig, wo will ich hin, was will ich machen und so weiter. Also für die Kürze der Zeit, ich rede dann oft irgendwie vom ersten Lockdown, zweiten Lockdown, dann wurde es schwieriger, ne? Weil diese Verlängerung und dieses Zehen wie ein Gummiband, was man immer zieht und denkt, ach, irgendwann muss es brechen, irgendwann muss es vorbei sein. Und es war nicht vorbei. Das heißt, diese positive Effekte, die am Anfang eingesetzt haben, das haben die Menschen den Menschen schon sehr geholfen, zu einer Verschärfung der eigenen Identität zu finden als Künstlerin. Also ich habe ein ganz witziges Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Ich kenne einen Dozenten an der Musikschule für Blockflöte, interessanterweise. Und für ihn war es ein Riesenproblem. Er sagte am Ende des ersten Jahres, jetzt sei er eigentlich schon bei seiner Rentenversorgung angekommen, die jetzt ihrem Ende entgegengehe. Und er müsste jetzt dringend arbeiten. Also hat er angefangen, seine Schüler online zu unterrichten. Ich sag mal, das klappt nur bedingt. Ich denke, dass man als Musiklehrer schon tête-à-tête seinem Schüler gegenüberstehen muss. Aber also ein kleiner Teil der Schüler hat das angenommen, ne, besser als nichts. Dann hat er angefangen, Pausenmusiken für große Firmen zu komponieren. Also das, was uns in der Warteschleife am Telefon immer bis zum Abwinken nervt, hat er gesagt, das muss ich ändern und hat dafür Interviews geführt mit den Unternehmern und anschließend maßgeschneiderte Pausen. Das hat sich mittlerweile zu einem richtigen kleinen Nischenprodukt entwickelt. Also ich finde diese Ideen alle sehr kreativ. Und er ist ein unglaublich positiver Mensch und hat das mit einer Werf vermarktet. Das ist einfach wunderbar. Ich weiß nicht, ob er damit reich geworden ist, aber es hat zumindest geholfen über die Not. Ja, das ist erfinderisch in der Not, ne?
Und wir sind Künstler, das heißt, wir sollten auch diese Kreativität in uns tragen und einfach andere Richtungen dafür zu finden, andere Auslässe zu finden, wenn die gegenwärtige Situation das von uns verlangt. Absolut, absolut. Ich habe also bei der Recherche im Internet habe ich Malerklassen gefunden, die online unterrichten. Und ich habe mir einige dieser Programme angeschaut. Ich muss sagen, die sind ziemlich gut. Also das ist das, was man an der Akademie nicht lernt. Ja, wie welche Farbe nehme ich zum Grundieren? Wie baue ich ein Bild auf und solche Sachen? Und das war also vom Niveau her wirklich weit weg von vom Volkshochschulniveau. Das war sehr anspruchsvolle Malerei, die geboten wurde. Und am Ende der Seite fand man dann 1:1, 1:2, 1:3 Klassen, dann die Preisliste, dann die Dauer der Kurse. Also die Malerin, die das geboren hat, war sehr geschäftstüchtig und die hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob diese Modelle überleben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht außerhalb ihres Wohnorts oder außerhalb ihres Landes auch Interessenten gefunden haben, die ihr nach der Pandemie auch treu bleiben. Also ich glaube, die Beschränkung ist ein ganz wesentlicher Stimulus für Kreativität. Ja, meine, zum Beispiel eine Fuge zu komponieren, das ist ein Regelwerk, das ist so dicht und so eng. Und trotzdem entstehen ganz wunderbare Sachen einfach aus den Beschränkungen und Fesseln, die auferlegt werden. Und ich denke, dass das ein sehr guter Testlauf ist, um zu sehen, wie weit kann ich meine Freiheit reduzieren und trotzdem noch nach allen Seiten so eine Art Ausweg finden und dann dadurch besser werden. Also das, die Erfahrung möchte ich nicht nochmal machen, aber ich finde, ich sehe viele Beispiele im Bekanntenkreis, wo das sehr gut funktioniert hat. Mhm. Micha, ich finde, das ist ein starkes Statement. Du hast gesagt, Beschränkung ist eine Basis für Kreativität. Absolut, ja. Als Naturwissenschaftler den Parameter Alter einfügen. Also ich glaube, für jemanden deines und meines, also kann man ja sagen, wir sind über 50, nicht wahr, auch wenn man das nicht ansieht, Alters ansehen, aber für sehr Junge, die 20, halb so alt, jünger sind, ist das da auch so? Ist Beschränkung, ja, extrem gefragt, überhaupt gesund? Jein. Also da auf diese Antwort gibt es ein, auf diese Frage gibt es ein klares Jein. Aber es gibt so eine wunderbare Anekdoten aus der Akademie in Düsseldorf. Ein Maler, den wir alle kennen, Markus Lüpertz, war lange Jahre Rektor der Akademie und auch Professor. Und er hatte immer die spannendsten Klassen. Warum auch immer. Also wenn man zum Rundgang gegangen ist und die Klassen haben ihre Semesterarbeiten präsentiert, hat man die Lüpertz-Klasse an zwei Merkmalen erkannt. Erstens, die Studenten sahen alle aus wie Lüpertz, trugen Maßanzüge, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten. Und zweitens haben die spannendsten Sachen gemacht. Und das lag so ein bisschen daran, dass der Lüpertz sich seinen Studenten angeguckt hat und gesagt, du bist ein exzellenter Maler, du kannst mit Farbe umgehen. Jetzt malst du bitte ab heute bis zum nächsten Semester nur mit Kugelschreiber auf Papier servieren. Das ist kein Witz, das hat er wirklich gemacht. Und aus diesen Beschränkungen ist es extrem, wenn man gewohnt ist, in der Farbe zu arbeiten, auf einmal monochrom, dann mit einem so künstlerischen Medium wie Kugelschreiber. Was dabei rausgekommen ist, das ist grandios. Man möchte es nicht immer haben, aber das Phänomen einer Beschränkung für einen begrenzten Zeitraum ausgeliefert zu sein, das kann sehr, sehr nachhaltige Effekte haben. Und das hat er gut erkannt. Und wenn ich aus der Musik ergänzen darf, also wenn wir an die berühmtesten Komponisten über die Jahrhunderte denken, die dessen Werke überlebt haben bis heute, ich meine, Mozart hat Auftragswerke geschrieben, ja, die waren fast alle im Auftrag von irgendwem. Und es gibt ganz besondere Gesangssolisten, Gesangssoli in seinen Werken, weil gerade die Storace seine Lieblingssängerin war und weil sie gerade dieses hohe C ganz gut singen konnte und es wurde alles eingebaut. Oder eben die Mischung von Instrumentation, die er ausgesucht hat, hatte damit zu tun, welche Musiker, Musikerinnen ihm zur Verfügung gestanden haben in den Höfen, wo er sich gerade befand.
Aufwand. Also Beschränkung, wenn man das Beschränkung nennen will, das ist im Prinzip nur ein Eingehen auf die derzeitigen Gegebenheiten. Und es ist natürlich ein riesiger Luxus, wenn man sagen, ich kann irgendwie aus einer ganzen Palette aussuchen. Aber wenn ich eine Vorgabe bekomme und diese Vorgabe erfüllen kann, heißt es nicht, dass meine Kunst nicht besonders sein kann. Wie wir ja sehen, dem, was überlebt hat von, erlebt hat von Mozart. Das ist richtig. Also ich habe ganz oft, also bei Malern nennt man das immer die leere Leinwandneurose. Ich glaube, das kennt jeder, der vor einem leeren Blatt sitzt und nicht den Start findet. Man findet, wie ich glaube, man findet die kreativsten Lösungen, wenn man ein Set von Vorgaben unterlaufen muss, sage ich mal. Ich habe jetzt gerade hinter mir auf der Leinwand eine große Auftragsarbeit stehen. Der Auftraggeber hat zwei bildhübsche Töchter, die sollen gemalt werden. Da gibt es wenig Möglichkeiten, das frei zu variieren, weil das kleinste gemeinsame Vielfache ist die Ähnlichkeit. Die muss ich also beibehalten, die darf ich nicht beugen, sonst sind meine Kunden unzufrieden. Aber es dürfen gewisse Farben nicht im Bildraum vorkommen, weil die mögen die Auftraggeber nicht. Ich brauche die Farben aber zur Realisierung von räumlicher Tiefe und ich muss mir ganz neue Wege, also eine ganz neue Koloristik einfallen lassen. Und das finde ich enorm spannend, auch wenn ich ab und zu dann wütend die Sachen beiseite schmeiße und sage, okay, jetzt mache ich was anderes. Also in dieser Zeit, wo ich an diesem Auftrag arbeite, sind, ich glaube, 3 freie Arbeiten jetzt nebenher entstanden, weil ich mich austoben muss. Also auf der einen Seite kann ich kreativ sein im Auftrag und auf der anderen Seite kann ich kreativ sein in den Nebenwegen, die sich dann auftun und die oft manchmal gelegentlich besser sind als die Auftragsarbeit. Aber das weiß ja der Auftraggeber nicht. Micha, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, weil ich durfte einmal bei dir im Studio sein, in deinem hinter dir. Und du hast ja einen Spannungsbogen auch zur Musik, weil wenn du malst, wenn ich das sagen darf, hörst du ja sehr oft Musik. Erzähl uns doch einmal ein bisschen, wie du die Musik dazu auswählst. Das ist jetzt der ganz spannende Überhang von euch. Und vielleicht malt Sarah auch, wir wissen es noch nicht. Ja, wunderbar, wunderbar. Das, ich muss eine kleine Anekdote dazu erzählen. Es gibt im New Scientist, kennst du vielleicht, eine Kolumne, die nennt sich Zittergas und schräges Wasser. Und die Geschichten sind so gestaltet, dass man immer das Gefühl hat, die könnten vielleicht wahr sein. Und in diesem Fall ging es um die Musik der Antike und ob man die vielleicht durch bestimmte Techniken wieder hörbar machen könnte. Und so war es dann, dass ein findiger Ingenieur herausgefunden hat, wenn jemand auf einer Töpferscheibe ein Gefäß dreht und dabei singt, dann graben sich die Schwingungen ein wie beim Direktschnitt einer Schallplatte. Und mit einer geeigneten Technik kann man dann, wenn man die Vase auf eine Scheibe stellt und dabei einen Tonabnehmer mitlaufen lässt, dann die Musik wieder reproduzieren. In der Vorlesung, ich halte anderswo eine Vorlesung, frage ich immer wahr oder falsch und das ist dann ungefähr so 50-50, je nachdem, ob ich beim Erzählen lache oder nicht. Aber ich würde sagen, dass ich den Bildern, wenn ich die angucke, genau im Ohr habe, was ich dazu gehört habe. Und als ich das festgestellt habe, habe ich angefangen, mir die Musik danach auszusuchen. Ich habe festgestellt, wenn es schwierig wird und ich nicht weiterkomme, dann brauche ich was sehr Meditatives, Repetitives und ich höre sehr viel Minimal Music. Mein Lieblingskomponent ist, Komponist ist Steve Reich. Ja, und ich habe, glaube ich, mittlerweile alles, was er jemals geschrieben hat, auch gehört. Ich durfte ihn sogar einmal kennenlernen auf einem Konzert und ich bin sehr froh, dass meine Frau zu der Fraktion gehört, die nicht das Haus verlassen, wenn ich das dann höre. Solche Leute gibt es, aber ich finde, das beflügelt mich sehr. Und ich suche mir das in der Tat vorher aus, denn ich weiß, jetzt wird es ganz eng. Dann höre ich Musik von Terry Riley oder Philip Glass oder Steve Reich oder irgendwie sowas. Das finde ich sehr stimulierend. Danke. Ich würde gerne mit euch noch 2 Themen ansprechen. Das eine ist das Thema Erfolg und ob sich die Perzeption von Erfolg, von wo möchte ich als Künstler sein, während der Krise geändert hat. Und dann den Bogen drehen zu einer Diskussion, die jetzt schon im Chatverlauf nachlesbar ist, zum Preis von Kunst und ob es zu einer
Imbalance in der Zugänglichkeit zu Kunst geführt hat, die Corona-Krise. Aber zuerst einmal zu dem Erfolg. Also im Prinzip, wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört von euch über die Anerkennung von Künstlern und als Extrem davon zählt ja der Erfolg, nicht der Erfolg als eine Zielsetzung vielleicht. Und ich möchte Bezug nehmen auf das Interview von Sarah, was in Van erschienen war, ich glaube kurz nachdem du zur Rektorin berufen wurdest. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte, vielleicht magst du dich selbst erzählen über den sogenannten Wall of Fame, der bei euch in der Hochschule ist. Mich fasziniert das ja, weil wir hatten in der DDR die Straße der Besten, so ein bisschen hat mich das daran erinnert, da waren dann auch große Bilder. Aber ihr habt etwas sehr Innovatives mit diesem Wall of Fame gemacht und mich interessiert, ob es diese Wall noch gibt und wie die Wunschvorstellung von den jungen Studenten sich vielleicht geändert hat. Weil wenn sie, wie du gleich beschreibst, vielleicht auf die Vorgänger sehen, die ein ganz normales, wenn man das sagen darf, von Covid und Lockdown nicht affected Leben hatte, ob das dazu führt, dass sie meinen, sie werden das nie erreichen können. Also vielleicht machst du das ganz, ich finde die wirklich sehr toll. Also ganz kurz für diejenigen, die das, den Artikel nicht gelesen haben. Wir haben hier in Berlin zwei Standorte. Mitten im alten Berlin, einmal am Gendarmenmarkt, wo ich sitze, und einmal gegenüber dem Berliner Schloss, dem Humboldt-Forum. Da ist ein riesen alter Raum, das heißt Neuer Marstall, ein tolles Gebäude, wo früher die Kutschen von den hohen Säulen aufgebracht worden sind. Und das sind ganz, ganz lange Gänge. Und wie ich in die Hochschule gekommen bin, waren diese Gänge beschmückt mit 25, 30 ganz große A1-Plakate, jeweils von Studierenden und frischen Absolventen mit dem, was sie geschafft haben. Also erster Konzertmeister Berliner Philharmoniker, erster Oboist Frankfurt Rundfunkorchester, erster Preis Reine Elisabeth Competition und jeder, der in die Hochschule hineinging, musste an diese ganzen Plakate vorbei. Und ich bin gekommen in die Hochschule, ich habe gedacht, fantastisch und es ist ja super Werbung, wie super, und das sind sicher Alumni. Stellte sich heraus, viele von denen waren tatsächlich noch an der Hochschule und haben einfach während ihrer Zeit bei uns diesen Erfolg gehabt. Und irgendwann mal sind die Studenten auf mich zugekommen in einer kleinen Vertretung und sie haben gesagt, also sie finden das überhaupt nicht richtig. Ja? Ich würde sagen, als Rektorin immer, breiten Sie Ihre Flügel aus und Sie sollen sich bei uns entfalten und welchen Weg Sie auch immer suchen, das ist ganz richtig, Sie definieren, wen Sie sein wollen als Künstlerpersönlichkeit. Und sie haben gesagt, und dann knallen Sie uns diese Leute vor die Nase. Wir wollen unseren Erfolg selbst definieren können, wie Sie uns immer predigen. Und ich habe dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, 3 Monate nachdem ich angefangen habe, die einfach umgedreht. Also diese Plakate alle runtergenommen und umgedreht. Und da waren einfach nur weiße Wände. Und es war ein Jubel in der Hochschule, weil man gesagt hat, jetzt können wir machen, was wir wollen. Und wir haben dann angefangen, eine hochschulinterne Diskussion mit Einsendungen. Und jetzt sind abgebildet auf diesen Plakaten die Rückmeldungen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Ganz, ganz viele verschiedene Zitate. Was bedeutet für Sie Berlin? Was bedeutet Hans Eisler? Wie soll eine Künstlerpersönlichkeit heutzutage ausgebildet werden? Wo geht unser Geschäft hin? Wo geht unser Beruf hin? Und so weiter. Und die sind jetzt alle abgebildet. Das heißt, man kann stehen bleiben, aber man hat nicht diesen Megadruck. Und interessanterweise, nicht nur die Studierenden haben das mir gesagt, sondern auch Professoren haben zu mir gesagt, sie können sich nicht vorstellen, wie das ist für uns, dann jeden Tag in unsere Klassenräumlichkeiten zu gehen und denken, um Himmels Willen, das ist die Latte. Das ist das, was ich heute erreichen muss. Ich muss meine Studenten weiterbringen. Natürlich will das jeder im Alltag. Aber dieser Druck haben wir einfach rausgenommen. Also zum Thema Erfolg, lieber Thomas. Ja, damit wird im Prinzip die Erfolgsdefinition, sagen wir, demokratisiert. Aber hat sich das Bild von Erfolg geändert? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon sehr stark, weil das Bild, wir haben ja vorhin gesprochen, wir haben gesagt, das Bild von Reisen hat sich geändert. Ne? Wo will ich sein? Wir haben, und es gibt sehr negative Auswirkungen in der Volkswirtschaft, weil wir in der Pandemie erlebt haben, was es heißt, endlich Zeit zu haben. Und kein Druck und keinen einzigen Abendtermin. Und ganze Wochen, ich meine natürlich in der Führung einer Institution war es ein bisschen anders, aber für viele Menschen war es einfach ganze Wochen ohne irgendwas, freie Gestaltung, Work-Life-Balance war plötzlich in einem ganz anderen Lot. Das führt dazu in der Volkswirtschaft, dass es ganz, ganz schwierig ist, Menschen
für Jobs zu bekommen. Also wir haben eine Sekretärinnenstelle hier ausgeschrieben, kein Mensch interessiert sich dafür. 5 Leute haben sich beworben, 3 kamen in Frage, alle haben abgesagt, bevor wir die Vorstellungsgespräche führen konnten. Und wir haben das ja in vielen, vielen Branchen. Es ist ganz schwer, Personal zu bekommen. Viele Leute reduzieren, weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr, 40 Stunden zu arbeiten. Ich will nur 25 Stunden und ich will noch auf dem Land leben und einen Hund haben. Ich will gar nicht irgendwie in die Großstädte hinein. Also das ist eine Kehrseite davon. Aber ich glaube, für die Künstler hat sich vieles geändert, weil sie merken, es ist nicht mehr der Druck da, dass ich in fernen Ländern reise. Ich kann meine Karriere selbst steuern und selbst ausbilden. Und ich glaube, im Aufbauen oder in dieses Wiederwarmwerden von der Kulturbranche haben viele Leute Dinge neu überlegt. Dazu muss man sagen, die Personen, die sich das leisten konnten. Ja, weil ein junger Künstler, der darauf angewiesen ist, dass der Name bekannt wird, der muss jetzt immer noch überall hinfahren. Das mit dem Leisten können und das Thema Volkswirtschaft bringt mich jetzt dazu, noch auf 2 Fragen aus dem Publikum einzugehen, wenn ich darf, die etwas zurückgreifen auf die Anfangsdiskussion. Ich nehme an, die kamen rein, als wir über NFTs gesprochen haben und den Zugang zu Kunst. Und eine Frage lautet, es ist eine Kombination aus Frage und Kommentar, wird durch die, in Klammern schon vor Covid erahnbare, Klammer zu, Krise, der Konsum von Kunst wieder abnehmen oder, in Klammer wieder, zu einem Distinktionsmerkmal der Wohlhabenden? Das ist eine sehr convoluted question. Also wie seht ihr das? Also ihr habt jetzt, wir haben verschiedene Facetten der Künste beleuchtet, Zugänge auch diskutiert im virtuellen, nicht virtuellen Raum. Werden wir eine Demokratisierung des Zugangs sehen oder wird es zurückgehen zu einer Exklusivität? Wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, dass während Covid eine Menge Leute entdeckt haben, dass sie Kunst eigentlich brauchen. Und dass diese Erkenntnis ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich glaube, das ist, klingt erschütternd trivial, wie jede große Wahrheit, dass wenn man viel zu Hause ist und sich überlegt, an der Wand hängt mein Fernseher und alles andere macht mir keinen Spaß, was da hängt. Vielleicht ein Poster, aber wie wäre es denn mal mit dem Original? Und das ist eine Erkenntnis, auf die kommt man nicht einfach so. Und ich denke, dass ein großer Teil der Leute, die vorher überhaupt niemals darüber nachgedacht haben, sich ein Original anzuschaffen, das jetzt einfach auch tun. Und das ist natürlich richtig, man kauft sich Kunst, wenn alle anderen Bedürfnisse befriedigt sind. Aber wir sind vom Atelier, vom Management den Leuten entgegengekommen. Wir haben gesagt, kein Problem, dann zahlt er in Raten. Oder wir machen es irgendwie anders. Oder wenn derjenige Handwerker ist, dann können wir eine Dienstleistung dafür bekommen. Da waren wir in der Möglichkeit einer Gegenleistung sehr kreativ. Und ich würde sagen, ohne die Beschränkungen der Pandemie hätten wir vielleicht diese Verbreitung nicht bekommen. Ich muss gerade lächeln, Michael, weil du hast gesagt, die positiven Effekte der Künste. Es gibt vom UCL, vom University College London, gibt es einen Bericht vom August 21, The Role of the Arts During the COVID Pandemic. I don't know, Sarah, I'm sure you know about it. Yeah. Was hier interessant ist, und wahrscheinlich nur die UK-affinen Leute werden das verstehen, 68% der UK-Representatives haben gesagt, dass die Künste sie positiv beeinflusst haben. Und jetzt kommt es, 79% haben das über die Heritage Activities gesagt. Das muss etwas sehr unique in the UK sein, also wo dann irgendwie zu alten Schlössern gegangen wird. Oder das finde ich extrem interessant, weil für mich ist Heritage Activity jetzt nicht, ja, ist was Altes, entstauben, so klingt das etwas. Ja, und es ist auch salonfähig in Großbritannien, weil wir ja immer noch eine Monarchie haben. Ich sage ja immer noch, wer weiß. Ja, gut, dann denke ich, hat das die Frage im Chat beantwortet. Frau Breinsack, haben Sie noch eine Frage? Weil jetzt kommen wir zur Monarchie, das ist ein sehr dünnes Eis in Österreich. No, aber das wär ein perfekter Zeitpunkt, jetzt auch schon die Ankündigung zu machen für die nächste Einheit, bevor Sie, lieber Herr Bayerl, und sich auch nochmal in unserer aller Namen bei den Referentinnen bedanken und vielleicht auch noch eine Abschlussrunde machen. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, Sarah hat es
schon erwähnt, es gibt Leute, die einfach jetzt auch sagen, ich möchte nicht mehr leben wie vor der Pandemie. Ich denke jetzt anders über meine Arbeit, aber auch über die Politik nach. Und darum wird es unter anderem in der nächsten Einheit gehen. In der nächsten Einheit mit Professor Oliver Rathkolb, der mindestens jenen, die hier in Österreich leben und arbeiten, also nicht vorgestellt werden müsste. Er ist ein langjähriger Direktor, Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte, ist auch vielen aus Funk und Fernsehen bekannt, und wir werden uns in der nächsten Einheit Fragen widmen, wie es um Demokratie, Autoritarismus, Tendenzen bestellt ist, was mit unserer Demokratie, und mit unserer Demokratie ist jetzt nicht Österreich gemeint, sondern die Demokratie in vielen anderen Ländern, was in Gesundheitskrisen mit Demokratien passiert. Also ich freue mich, wenn wir Sie auch nächste Woche wiedersehen, und gebe hiermit an Thomas Bayer zurück. Frau Preinsack, vielen Dank. Darf ich verraten auch, warum wir so pünktlich enden? Weil ich glaube, das finde ich sehr, sehr lustig, weil Frau Preinsack hat Konzertkarten zu einem Musikspektakel, die wirklich mit großem Schlangeanstehen erworben wurden. Und ich finde, das ist einfach ein wunderbar passender Abschluss. Sehen, dass wir wirklich optimistisch aus dieser Krise herausgehen können, wenn wir die Kunst genießen können und dürfen. Mir bleibt jetzt nichts weiter, als zu sagen an euch, Sarah und Michael, wirklich ganz herzlichen Dank für dieses interaktive Gespräch. Ich habe Frau Preinsack zwischendrin die WhatsApp geschickt, dass ihr uns gar nicht braucht. Wahrscheinlich waren wir eher störend. Also euch beide auf einer Bühne zu sehen in einem Diskurs ist einfach wirklich belebend und erfrischend. Ich hoffe persönlich, dass die Pandemie anhält. Dann haben wir nochmal die Gelegenheit, dass... Bitte live. Ja, nächstes Mal kommen wir beide nach Wien. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Wirklich, ich hoffe auf ein Wiedersehen und bleibt gesund. Und danke an die Zuhörenden. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Danke vielmals. Sehr gerne. Vielen Dank. An alle. Tschüss. Vielen Dank. Danke an alle. Michael, es gab noch